Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Murder Mystery und diesmal bin ich ein ganz kleiner Creeper hier am Start und ich gehe diesmal wieder in den klassischen Spielmodus. Das heißt, ein Mörder, ein Detective und 14 andere sind alles Unschuldige wie ich jetzt, die sich vor dem Mörder verstecken müssen. Und das ist die Wüstenmap, also ich glaube mal, das kann hier schon mal eine ganz gute Runde werden. Aber auch schon mal zu Anfang, Leute, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und eigentlich muss ich mit den anderen immer rumlaufen, dass man halt sieht, wer der Mörder ist, wer nicht. Aber es splittet sich halt jeder irgendwie auf. Und einer wurde schon getötet. Der da oben war es dann, glaube ich, mal schon mal nicht. Der hier kann es sein. Also theoretisch kann es eigentlich noch jeder Spieler sein. Und ich habe schon fast einen Bogen bekommen. Also 4 Gold fehlen mir jetzt noch. Das kann echt was Gutes werden. Pferd, klar, kann man sich auch kaufen. Mache ich jetzt aber eher mal nicht. Ich will doch den Bogen. Das ist halt eigentlich die beste Taktik, finde ich. Also den Bogen sammeln, falls man halt genug Gold findet. Das sieht relativ gut aus. Und nach dem Bogen sich einfach nur noch verstecken. Da ist eine Leiche. Das könnte guter Mörder sein. Ne, aber es wurde einer getötet. Auf dem Pferd vielleicht nochmal jemand. Nochmal. Da oben sind ganz viele Leichen. Vielleicht, ich denke mal, das ist der Mörder hinter mir. Ich werde jetzt mal ins Haus reingehen und dann den versuchen zu killen. Wenn er mich jetzt verfolgt, dann weiß ich sicher, dass es der Mörder ist. Und hier geht's auch hoffentlich raus. Ja, da geht's raus. Und er kann jetzt... Der kommt sogar zu mir nach oben. Das sieht gar nicht gut aus für ihn. Und ja, ich habe ihn getötet. Sehr nice, du gewinnst. Und was hat er noch gesagt? Du liest das hier gerade. Das waren seine letzten Worte. Also schon mal zu Anfang habe ich direkt den Mörder hier als Creeper gekillt. Ist mir schon mal ganz gut gelungen. Vielleicht werde ich auch noch Detective, dann muss ich auch gar nicht selber den Bogen erfarmen. Und natürlich auch Mörder, wie in jeder Runde, Leute. Und jetzt bin ich bin tatsächlich Detective geworden, auf der Map hier. Und das ist halt echt risky, in der Mitte so zu stehen. Ich will nicht direkt umgebracht werden als Detective. Deswegen, letztes Mal, in der letzten Folge war ich ja Mörder. Die könnt ihr euch selber nochmal gerne anschauen. Da war der letzte Spieler hier einfach so richtig stark am Campen in der Höhle. Und das ist, glaube ich, echt eine gute Idee, wenn ich einfach nur, wenn ich letzter werden sollte, hier in die Höhle rein und dann versuchen, den Mörder zu killen damit. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen außen rumlaufen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob hier der Mörder so rumläuft. Der killt aber zumindest schon mal keinen. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen wartet. Und da ist einer. Ich glaube mal, das ist nicht der Mörder mit einem animierten Kopf sogar. Sieht nice aus. Und das war ein Skelettgeräusch. Ich dachte gerade schon, ich habe ihn getötet. Da oben ist einer. Moment, was steht da? Du kannst dir eine dieser Türen zum Beitreten auswählen, aber sei vorsichtig, es könnte eine Falle sein. 1, 2 oder 3. Okay. Ich weiß nicht, der geht jetzt in 1 rein. Komm, mach mal zu. Es geht noch nicht mal. Ich gehe dann mal 3. 3 bringt doch eigentlich Glück. Ich gehe mal mit ihm rein. Ne, das geht nicht. Fliegen die dann runter? Ja, die fliegen runter. Und sind die... Moment, ich glaube, der ist gestorben. Da gehe ich dann doch mal lieber nicht rein. Ich komme nicht mehr nach unten. Nein! Bitte, Leute, ich will nicht sterben. Ich habe es zum Glück geschafft. Was? Obwohl ich es geschafft habe, wurde ich jetzt nochmal runter teleportiert. Das war die falsche Entscheidung. Steckst du in der Luft fest? Deine Position wurde angepasst. Deswegen. Wow, Leute, ich bin zum ersten Mal so durch eine Falle gestorben, statt durch den Mörder. Und so sieht die Map hier von unten aus. Wie groß ist die Map bitte? Das war keine so gute Runde, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal in die neue. Vielleicht bekomme ich ja direkt schon die Mörderrolle, aber vielleicht auch wieder unschuldig. Bin ich natürlich auch mit zufrieden und ich bin unschuldig. Das heißt, es ist wieder so eine Map, die ist ganz nice, wo man fast die ganze Map auf einen Blick hat. Da kann man auch echt gut sehen, wer jemanden tötet, wer nicht. Und soll ich mir jetzt hier ernsthaft wieder ein bisschen Gold suchen? Oder mich doch lieber irgendwo oben verstecken, ein bisschen zuschauen. Weiß nicht, was hier besser ist. Hier sind ein paar Kameras, glaube ich. Sehr nice, wie das hier gemacht ist. Und da geht's nicht rein. Kann ich in irgendein Haus? Ja, da oben ist jemand rumgelaufen. Ich glaube mal, das wird stark nicht der Mörder sein. Und hier unten? Oh, da kann man da irgendwie hoch? Ja, das geht. Mal hier lang. Ich glaube, das ist dann echt eine ganz gute Position, wenn der Mörder nicht direkt hier hochkommt. Nur durch einen Jump'n'Run. Aber hier sind gerade ganz viele. Das ist gar nicht gut. So, hier geht es noch weiter nach oben. Hier dann raus. Was?
Moment, da gibt's eine Seilbahn? Okay, das habe ich selber nicht gewusst. Ich bin da irgendwie wieder runtergeflogen. Und, okay, die Leiter. Das geht natürlich auch, indem man hier einfach so hochfährt. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Sehr nice gemacht. Und es ist aber noch kein einziger gestorben. Warum auch immer. Leute, was machen die Leute denn? Das geht ja auch theoretisch wieder zurück, denke ich mal. Achtung, bitte verlasse die Straße. Stand 1 startet jetzt. Okay, irgendwas kommt jetzt gleich. Was passiert auf der Straße? Gar nichts. Oh, doch. Ich glaube mal, ja, da sterben einfach alle. Und der Mörder wurde somit getötet. War das der Einzige, der in der Mitte war? Weil trotzdem noch alle leben, die unschuldig sind. Oh je, Leute, was war das für ein Mörder? Ich bin wieder Detective geworden. Und zwar wieder auf der Schneemap. So, also die altbekannte Schneemap, wo man hier schön, und wie das aussieht einfach mal, wo man schön eine Gondel fahren kann. Oder Lift. Und ja, jetzt fahre ich hier schön als kleiner Creeper ein bisschen rum. Und schau einfach mal in der Gondel, wer getötet wird, wer nicht. Was ein bisschen schade an der Map ist, da hinten ist alles richtig verwinkelt. Sonst ist hier eine komplett schöne Übersicht, aber somit, ja, nicht den Bogen zeigen, kann ich doch nochmal hoffentlich gut den Mörder erwischen. Wenn er halt mal jemanden tötet, aber er tötet gar keinen. Der Pinke, der fällt doch ein bisschen auf. Der hat aber keinen getötet. Der hier, der sieht echt stark nach einem Mörder aus. So, der Pinke. Wenn der mich jetzt als erster tötet, nee, ich glaube aber nicht. Der geht nach oben. Der schaut sich halt so ein bisschen um. Vielleicht soll ich mich nicht nur auf den konzentrieren. Und jetzt geht er aber wieder woanders hin. Da wurde einer, ich glaube mal, der Schwarze ist es. Ich denke mal, ja. Ich habe, glaube ich, mal was gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich mich getäuscht habe. Aber wenn da jetzt eine Leiche ist, dann muss es der gewesen sein. War hier eine? Ich denke mal, nee, da ist doch keine Leiche. Vielleicht war es jemand anderes. Ich will jetzt lieber mal wieder nach unten. So, ich nehme einen neuen Lift. Und da ist er auch wieder. Der baut immer noch Schnee ab. Und Tome ist der Mörder. Wurde geschrieben. Jetzt wird noch jemand gekillt. Und der hat aber einen anderen Skin. Oh, ich habe den Mörder gesehen. Der da oben. Nein, ich habe ihn aber leider nicht getroffen. Obwohl ich eigentlich auf ihn geaimt habe. Und Moment. So, jetzt kann ich ihn treffen. Ich habe ihn wieder gekillt, also zweimal als Detective schon bisher, oder einmal als Detective eher gesagt, also auch eine nice Runde. Die Frage ist, warum lässt er einfach so sein Schwert da offen? Also niemand irgendwie hat versucht, ihn zu töten, vielleicht auch, weil noch keiner einen Bogen hatte. Aber er läuft einfach so ganz normal mit dem Schwert rum. Okay, nicer Mörder. Und jetzt bin ich sogar selbst an der Reihe. Okay, töte alle Spieler ist die Aufgabe. Leute, das werde ich hoffentlich schaffen, aber auf der Map ist es echt eine richtige Challenge. Weil man hier viele Spiele auf einmal hat. Aber, na gut, vielleicht, wenn man den Detective direkt tötet. Da oben ist schon mal ein Spieler. Den will ich nicht so einfach killen. So, der da hinten. Oh, den ich letzte Runde als Mörder vermutet habe. Komm, den kann ich ja mal so holen. Ich will irgendwie doch ein bisschen ein Action machen. Ich glaube mal hier oben. Da war sogar der Detective. So, hat es bisher niemand gesehen, oder? An weiteren Spielern? Ich denke mal nicht. Alle anderen sind unten. Da ist einer. Der weiß doch bestimmt auch nicht, dass ich der kleine Creeper der Mörder bin. Oh, da ist auch ein Spieler. So, der ist down. Und da oben ist einer. Den habe ich fast gekillt. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. 5 Spieler leben noch. Das sind nicht mehr allzu viele. Ich glaube mal, jetzt hat sich das eh rumgesprochen, dass ich der Mörder bin. Der ist down. Aber unten sehe ich jetzt keine mehr. Die müssen ja oben irgendwo sein. Oh, da ist einer. Der sieht mich noch nicht mal. Ja, der ist jetzt gleich down. Und hier sind schon mal ziemlich viele Leichen. Oh, da ist der Bogen. Oder Detective. Und nicht, dass ich jetzt, das ist ganz schön knapp, so noch sterbe. Das wäre perfekt, wirklich da noch eine Runde zu gewinnen. Das sieht jetzt gar nicht mehr gut aus. Und der Bogen wurde zum Glück gedroppt. Das ist an einer relativ guten Stelle. Und jetzt habe ich sogar selbst einen Bogen. Das ist ganz praktisch. Aber hat nicht noch oben jemand gecampt? Noch 2 Spieler leben. Oh, ich sehe die Karte. Man sieht da schon die Spieler. Das ist ein bisschen... Diesmal geht es echt richtig schnell. Moment, man hat gerade eben ganz kurz die Spieler gesehen. Ja, und das war, sind die da vorne. Okay, da muss ich jetzt nur noch gleich rüberkommen. Dann sind die auch schon down. Ja, da rennen sie noch weg. Der eine ist down. Und jetzt habe ich aber auch noch einen Bogen. So, vielleicht mit dem Bogen. Leider nicht getroffen. Aber ich bin ein bisschen schneller. Und somit ist die Runde
gewonnen. Nice, also das war eine richtig schöne Runde Murder Mystery, Leute. Also alle Runden, ich habe zweimal insgesamt den Mörder gekillt, einmal insgesamt als Mörder eine Runde gewonnen. Also falls ihr mehr von sowas sehen wollt, von Murder Mystery, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!